Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, was wollen wir eigentlich heute machen? Ich würde sagen, wir machen heute mal eine Folge von jedem etwas. Deswegen hieß das Thumbnail auch schon so. Wir haben so ein paar, ich sag mal, aktuelle Themen zu besprechen. Natürlich immer, eigentlich immer das Thema Farm. Sehen hier mal einen schönen Farmangriff. Eigentlich gar nicht mal so mit Farmtruppen, sondern schon eher mit etwas besseren Truppen, aber in der Liga. Das ist jetzt Meister 3, denke ich mal, farmt man auch nicht mehr unbedingt mit Barge oder Kobolden, sondern geht schon richtig zur Sache. Und was man natürlich auch immer wieder machen kann, man kann üben. Das ist jetzt zwar jetzt nicht wirklich real hier, ich denke mal, der Gegner hat keine Clanburg-Truppen und die X-Bogen sind leer geschossen, also da erwartet man dann auch nicht ganz so viel. Ich denke mal, die ganzen Pfeilen sind auch noch ausgelöst und deswegen hat der Thunderbird es eigentlich relativ einfach hier, obwohl er jetzt die Hawks natürlich zu der Queen setzt, aber die war jetzt schön abgelenkt und konnte von den Bowlern und dem King gemacht werden. Hat jetzt noch eine ganze Masse hier am Start. Ja, kann man immer üben, man kann farmen und ich fand hier mit fast einer Million an Lot hat sich das, denke ich mal, auch für ihn gelohnt. Auch das Dunkle kann sich sehen lassen, ist eigentlich guter Durchschnitt und findest du immer wieder solche Bases hier, egal eigentlich in welcher Liga. Das werden wir gleich noch sehen. Und dann ist das hier schon ein kleiner Overkill gewesen. Hat jetzt zwar keinen Heilzauber mehr und in der Mitte, ist noch sind noch zwei Teslas, die jetzt noch ein bisschen rumballern. Aber das Coole ist, dass der eine Heiler hier heilt jetzt die Hawks. Das ist natürlich geil. Ja, das kommt einem dann auch noch zugute an der Stelle, wenn die nochmal richtig schön durchgeheilt werden, auch wenn es nur ein Heiler ist, hat das hier vollkommen ausgereicht und wir sehen unten noch richtig viele Truppen hier am Start, also richtig schöner Lotangriff hier. Zeige ich ja eher selten Lotangriffe, aber vielleicht sollte ich das mal ein bisschen vermehrt einbauen. Gibt hier immer mal ein paar schöne und ein paar kuriose Dinge und könnt ihr mir ruhig mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da mehr von sehen wollt. Ich kann leider keine Farmangriffe von anderen Leuten zeigen, dann müsste ich das schon einrichten, dass man mir Files zusendet. Könnte ich mal drüber nachdenken, also kann ich mich überreden lassen. Und mir spürt sowieso so viel im Kopf rum. Aber wir sehen hier mal einen Angriff von Mustango beim Farm in Champion 3. Also auch hier, habe ich ja eben gesagt, findet man immer wieder solche verlassenen Bases. Ist eigentlich krass, dass die Leute dann nicht ganz so stark absteigen, aber sobald du ja einmal im Spiel bist und machst wieder so zwei, drei Angriffe, dann bist du auch wieder in den Pokalrängen und der Maste geht hier mit Masse, mit Riesen, bisschen Barge und richtig vielen Kobolden. Ja, die Kobolde. Ja, die reißen es hier und manchmal ist es ja auch so, und wenn die nur das Rathaus holen, so wie jetzt hier, schnellen die sich sicherlich gleich das Rathaus weg. Da sind sie schon in der Mitte, die ganze Meute da. Boah. Hammer. Und jetzt das ganze Dunkle. Jawohl. Und die gehen immer noch weiter. Der Sprung ist natürlich fantastisch gerade gesetzt. Und jetzt, ja gut, die Clanburg wird jetzt ein bisschen dauern. Aber es ist echt noch eine Masse an Kobis vor allen Dingen da. Und die lenken natürlich auch das Feuer schön auf sich. Jetzt erst den Warden gezündet. Okay, das war jetzt sicherlich für ihn nicht so eine starke Base, aber der Lot kann sich natürlich echt sehen lassen und ist natürlich auch schön für die Pokies mit einem schönen 3-Stern hier dann weiter in der Liga zu bleiben. Lohnt sich ja jetzt auch, denn wir haben ja zurzeit 4-fach Bonus-Event und Hexen-Event. Ich werde also gleich auch noch mit der Truppe angreifen. Das war der Gift des Pines, hätte ich fast gesagt. Richtig schön. Über 1,1 Mille an Ressourcen hier plus 4000 Dunkles und dem, was der Master jetzt noch in Champions 3 bekommt. Also richtig krasses Ding hier, muss ich sagen. Und ich warte eben mal, bis meine Truppe fertig ist. Im Moment üben wir ganz fleißig
Ah, nee. Halt, ich muss eben einmal was spenden. Ich hatte hier nämlich zwischendurch was fertiggestellt. So, manchmal habe ich das Gefühl, es wird hier überhaupt nicht gespendet. Ich meine, der Max wartet jetzt schon relativ lange auf seine Truppen, nämlich 40 Minuten. Und eigentlich muss man bei uns nie so lange warten. Aber irgendwie klappt das scheinbar nicht. Ziehen wir mal nochmal zwei von denen hier eben nach. Und einen von denen. Jo. Oh, ich habe noch 11 Minuten. Okay, das überbrücken wir eben. Und zwar hatte ich ja gesagt, wir machen in dieser Folge dies und das. Aber CK-Analyse. Ja, CK-Analyse ist ja auch immer nett. Wir haben einen richtig knackigen Gegner. Also ich erwarte hier einiges, denn wir sind rathausmäßig gut auf der Höhe. Also mit 8 RH 11 auf unserer Seite. Und ich glaube, der Gegner hat 1 mehr. Ne, er hat 2 mehr. Sind wir noch ganz gut bedient. Die Zehner sind sehr, sehr stark. Hier haben wir noch einen Elfer, der auch, glaube ich, gute Truppen hat. Also das ist jetzt ein Rathaus 10 Hype. 20, 40, 25. Ja, das sieht gut aus. Man muss es dem Gegner ja auch mal sagen. Und mal sehen, was mit so einer Truppenkombi hier bei uns im RH10-Bereich sicherlich geht. Im RH9-Bereich sind das richtig dicke RH9er hier beim Gegner. Wir hatten uns mal gestern als Vergleich unsere 25 rangezogen, die allerdings jetzt nicht wirklich unbedingt einen Vergleich darstellt, aber der Andri hat halt das Problem, dass seine Base schon recht gut ist. Das heißt, die Def hier ist schon sehr hoch und er hat noch nicht die passenden Helden dazu. Deswegen ist er auch relativ hoch im Ranking, also die Helden noch unter 10 beide. Hat die X-Bögen auch schon, zumindest den einen auf 3. Das bringt ihn im Ranking sehr hoch. Und wenn wir uns mal sein Gegenüber angucken, den 25, dann wissen wir auch gleich, wovon wir sprechen. Denn die haben hier hinten echt hohe Helden, auch im RH9-Bereich. Ja, ein 25er-Pärchen mit, ich würde sagen, einer Maxed-Out-Base dahinter. Das wird schon knackig. Wir machen jetzt nicht unbedingt unseren Gegenüber, aber wir gucken mal, wie weit das geht. Wir haben den Andri mal im Kopf mit seiner Base und mit seinem Pärchen und entfernen uns eigentlich jetzt von seinem Platz. Und es ist immer noch sehr, sehr stark hier mit 2016. Was haben wir hier? Hier haben wir 16-17 und auch eine Max Def hier, also ist wirklich schon starke Truppe. Auch diese hier, und jetzt kommen wir ja eigentlich schon zum Ende. Auch hier vergleichsweise echt starke Helden. Okay, die beiden letzten, ja, das ist dann wieder rumgetrollt hier um das Gesamtergebnis, was aus dem CK errechnet wurde, hier wahrscheinlich ein bisschen nach unten zu treiben. Aber sind 4 Angriffe weniger. Ich denke mal, das wird der Gegner stark kompensieren. Denn die sind wirklich gut aufgestellt. Ich habe als Vergleich, ich bin ja jetzt auch schon nicht mehr der ganz unterste Zehner hier. Ich komme hier dem Lukas jetzt schon ganz schön nah. Ist auf meiner Seite die 14, ja, das ist genau, glaube ich, das gerushte RH11. Ah, nicht der gerushte RH11, sondern das ist das die 10 halber hier. Ja, ist natürlich knackig, ne, mit einem Warden und einer netten Def, aber es ist auch noch phasenweise hier. Die Kanonen sind noch alle RH9 Niveau. Und aber die X-Bögen sind voll ausgebaut auf 5, auch wenn es nur, obwohl es sind 3 Stück. Okay. Ja, das überlege ich mir dann. Da können vielleicht dann etwas stärkere Elfer dran. Mal sehen. Ich denke mal, ich werde mich hier so orientieren oder ein kleines Stück höher gehen. Also ich traue mir jetzt schon ein bisschen mehr zu. Den King gemme ich in jedem Fall. Und wenn meine Queen jetzt gleich fertig ist, dann machen wir einen Farmangriff im aktuellen Event. Ihr seht selber. Wir haben vierfach Event, da habe ich jetzt nicht ganz so viel von in Kristall 2. Aber die Hexen kosten nur 35, das heißt, damit lässt sich mal ein bisschen netter farmen. Und auch ich habe so ein bisschen so meine Farmtruppe dazu aufgestellt, nämlich 4 Hexen braucht man. Ich habe 2 Päcker dabei, 4 Heiler. Ich muss mal sehen, ob ich einen Queenwalk mache oder vielleicht die Riesen vorschicke, denn ich habe noch mehr Riesen in der Clanburg. Ich denke mal, das wird so ein bisschen was mit Riesen und Heiler werden. Und normale Zauber dabei, habe die Armee auch gleich nochmal getrennt hier, aber dem armen Max spenden wir jetzt erstmal die CB voll hier, das geht ja gar nicht. Und dann können die anderen sich jetzt
Über die anderen. Oder können die anderen jetzt über die anderen Bases hierher fallen, die jetzt noch offen sind? Ein Beben baue ich nicht. Dev und Riesen habe ich im Moment nicht, obwohl ich gerade mal Dev bauen kann. Also ihr seht, so ist unser Leben hier auch, was man hier eigentlich so macht. Und ich ziehe die beiden hier auch nach vorne. Ja, das, also dieses System hier finde ich wirklich, wirklich gut gelungen von Supercell, dass man hier die Truppen in diese Warteschleifen schicken kann und manchmal ja auch ein bisschen Intelligenz dahinter steckt, denn wenn ich hier ja jetzt einen Heiler rausnehme, dann kommt hier natürlich jetzt ein Heiler nach. Ja, aber selbst glaube ich, wenn hier jetzt ein Packer an erster Stelle wäre, also so, würde hier, wenn ich einen Heiler rausnehme, natürlich der Heiler rauskommen. Das ist, glaube ich, sogar so, wenn ich so machen würde. Also hier die Mauerbrecher, hier die Heiler und ich nehme hier einen Heiler raus, steckt hier gleich wieder ein Heiler drin. Heiler gegen Heiler. Ja, gleicher Austausch von Truppenstärken. Finde ich wirklich gut. Und ich würde sagen, ich mache einen kleinen Cut und dann greifen wir gleich mal an. So, meine Truppe ist fertig und ich würde sagen, wir stürzen uns auf den erstbesten Neuner, den wir damit aussaugen können. Okay. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier was finden. Ja, was haltet ihr von der Idee, wenn ich demnächst auch so ein bisschen mit euren Truppenwünschen angreife? Sowas habe ich ja bisher auch noch nicht gemacht. Ich habe ja eben schon gesagt, mir spürt einiges zwar im Kopf rum, aber einiges möchte ich natürlich nicht unbedingt immer machen, weil ich ja hart gefarmt habe, aber der King ist ja auf seinem letzten Level unterwegs und wenn der fertig ist, dann habe ich ja eigentlich immer alle Truppen, also auch erstmal die Helden, zumindest so lange wie ich RH10 bin. Bei RH11 geht es dann ja nochmal 5 Level für beide hoch. Und, okay. Ja, den könnten wir eigentlich machen, da ich im Moment nicht so super viel Dunkles brauche. Und wir hier auch was friesen können, würde ich einfach mal sagen, wir nehmen den einfach mal. Ja, wir nehmen den mal mit hier. Und mal gucken, wie das Ganze mit Heilern funktioniert. Ist eigentlich blödsinnig, hier Heiler mit in so eine Base reinzuschicken. Weil wir hier natürlich Infernos haben. Aber mal gucken, ob wir die nicht irgendwie ausgeschaltet bekommen. Das ist schon mal ein Single, das ist natürlich schon mal super für uns. Und ich denke mal, wir friesen hier hinten diesen hier, dass hier noch weiter durchgepusht werden kann. Ah, wo ist denn meine Queen eigentlich? Ah, hier unten läuft die rum. Ah, das ist natürlich doof. Das ist natürlich dösig. Das war ja mal richtig was für ein Anker hier. Würde ich mal so sagen. Die kümmern sich nämlich jetzt um die Queen, kommen da hinten nicht durch, aber ich habe den Stern. Okay, und ich habe auch ein bisschen was an Loot mitgenommen. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt nichts gekriegt haben. Die Queen hält noch ein bisschen durch da unten mit den Hexen. Ah, okay, die tanken für mich gerade. Das ist natürlich super. Dann kann ich noch so das ein oder andere Gebäude machen. Haben jetzt aber schon 50%. Und den zweiten Stern, so ein bisschen möchte ich natürlich auch nach oben. Haben jetzt nicht alles an Dunkeln gekriegt, aber so ein bisschen was an Ressourcen ist für uns da geblieben. Und wir haben vor allen Dingen den Haken für das Event bekommen. Ja, das ist jetzt nicht so doll. Naja, 400.000. 400.000 Gold ist in Ordnung. Oh, es gibt Vierfachbonus. Ja, das ist gar nicht schlecht, ne? 4.000 Dunkles, Donnerwetter. Das hat sich ja doch gar nicht mal so schlecht gelohnt. Und wir haben jetzt unseren ersten Haken. Ja, den haben wir gemacht, auch wenn der Haken teuer war. Ist aber nicht so schlimm. Wir fordern gleich wieder ein bisschen was an. Und gucken, dass wir hier weiter noch spenden können. Beben mache ich immer noch nicht. Und ich würde sagen, das war's aber erstmal. Ich farme noch ein bisschen weiter und gucke mal, wie und wann ich meinen King brauche. Das, was ihr euch in jedem Fall merken könnt, 3.5. plane ich ja einen Stream. Und mal sehen, wie der wird. Ich bin schon am Trainieren auch meines Programms und das klappt aber mittlerweile ganz gut, denke ich mal. Wenn mir da was zwischenkommen sollte, dann werde ich das sicherlich mitteilen. Werde das auch diesmal kurz in einem Video nochmal ankündigen, wann der Stream tatsächlich stattfindet und dann schauen wir mal, was auf uns zukommt.
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir am Ende dieses Videos einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, am Ende des Videos könnt ihr mich auch abonnieren. Und ich würde sagen, ich verbleibe bis zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Toto. Clasht.